Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich habe auf Mauros YouTube-Kanal Thermoworld, Mauro macht auch ganz viel mit dem Thermomix, ein ganz tolles Rezept gesehen. Das habe ich eigentlich seit letztem Jahr, als ich das gesehen habe, schon im Kopf. Und zwar ist das ein cremiger Eiskaffee. Eiskaffee haben bestimmt schon viele von euch gesehen, der schön mit Eiswürfeln cremig aufgeschlagen wird und so. Dann habt ihr einen schönen Schaum oben drauf. Aber bei diesem geeisten Kaffeeschaum ist es so, dass die Milch eingefroren wird. Das sind 500 Gramm Milch, die könnt ihr entweder in diese Eiswürfelbereiter packen und dann einfrieren. Oder ich habe einfach hier so ein paar Kunststoffschüsselchen genommen, habe hier Milch eingefroren, habe die gerade in so Stücke aufgeteilt und habe die jetzt kurz antauen lassen, damit ich sie auch in kleine Stücke machen kann. Und dann braucht ihr noch Zucker und löslichen Kaffee. Und zwar hat Mauro in seinem Rezept auf 500 Milliliter Milch 200 Gramm Zucker. Ich trinke gerne sehr süß, aber das ist mir vielleicht ein bisschen viel. Ich habe das reduziert auf die Hälfte. Bin mal gespannt, vielleicht reicht es auch nicht aus, vielleicht sage ich, scheiße, hätte es mal 200 genommen. Und mit diesem Zucker fangen wir jetzt auch an. Ihr könnt also die Zuckermenge nehmen, die ihr möchtet. Entweder die 200 Gramm von Mauro oder die 100 jetzt von mir. Und das müssen wir erstmal schön fein zu Puderzucker verarbeiten. Das machen wir auf Stufe 10. Jo. Machen wir mit dem Spatel ein bisschen runter. Das klebt natürlich ein bisschen an der Mixtopfwand hier. Und das soll sich jetzt mit der gefrorenen Milch vermischen. Deshalb müssen wir das ein bisschen runterschieben. Und ich habe jetzt hier meine gefrorene Milch. Ne, die habe ich jetzt mit so einem Messerchen in Stücke aufgeteilt. Und das gebt ihr jetzt einfach zu dem Puderzucker dazu. Und so. Und das wird jetzt kurz durchgerührt. Und zwar 40 Sekunden auf Stufe 7. Sieht dann so aus. Und als nächstes setzt ihr euren Schmetterling ein und gebt dann die 15 Gramm löslichen Kaffee, also das Kaffeepulver Granulat, dazu. Und jetzt wird das richtig schön fluffig aufgeschäumt. Und zwar, wo habe ich es mir aufgeschrieben? 4 Minuten auf Stufe 4. Und ich bin sehr gespannt, ob es bei mir auch so schön wird wie bei Mauro. Dann, wenn wir Glück haben, ist der Topf nachher voll bis oben hin. Und jetzt bin ich gespannt. Tada! Ey, Wahnsinn! Der ist tatsächlich voll bis oben hin. Da kleben zwar noch so ein paar Kaffeekrümelchen, aber das ist ja wohl der Knaller, oder? So schaumig. Das muss ich jetzt natürlich mal probieren hier. Die habe ich nur. Das ist ja unglaublich. Guckt euch das mal an. Oh, der Knaller. Also. Ich will gar nicht mehr aufhören, ich will gar nicht mehr weiterreden. Nächster Löffel. Das ist ja der Knaller. Das ist ja der Hammer. Das sieht ja aus wie so eine Mousse, wo? Das ist ein richtig schaumiger Schaum. Cool. Unglaublich. Mir reicht die Zuckermenge, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, oder? Aber das ist ja wohl der Knaller, oder? Hammer. Jetzt will ich mal gucken, ob ich hier in das Glas einigermaßen was reinkriege. Das ist ja der Burner, ey. Auf die Idee, die Milch einzufrieren, wäre ich überhaupt gar nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann hiermit auch noch ganz viele andere tolle Sachen machen kann. Wenn ich mir vorstelle, es geht ja noch das Telefon, meine Herren. Also wenn ich mir vorstelle, man würde jetzt die Milch vielleicht mit Kakao draus machen oder
Erdbeersoße mit rein und das dann einfrieren und aufschäumen. Das ist ja auch noch gekleckert hier. Das ist ja der Knaller. Das schmeckt voll gut. Das ist ja toll. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr gerne Eiskaffee trinkt. Muss ich gleich erstmal meinem Männer geben. Der denkt wahrscheinlich, was ist das denn? Das ist voll cool. Okay, gut. Ich will das jetzt genießen, bevor das in sich zusammenfällt. Ich weiß ja nicht, wie lange dieser Schaum so schön schaumig bleibt. Hoffe, es hat euch gefallen, hat euch inspiriert, das nachzumachen und freue mich auf ein nächstes Mal. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen Pause machen, wir haben bald Ferien, wir sind ein paar Tage weg und ja, aber ihr habt ja Gott sei Dank ein großes Repertoire bei YouTube, ob von den Thermomix-Kollegen, die auch Videos machen oder bei den anderen über 500 Videos von mir, werdet ihr sicherlich auch einiges finden. Eins möchte ich euch noch eben schnell verlinken und zwar von dem ganz tollen Pfirsicheistee. Ich habe mir schon wieder Nachschub geholt. Wir haben schon alles ausgetrunken, weil es einfach so toll ist. Also der schmeckt so lecker. Kann ich euch auch wärmstens empfehlen, an den warmen Tagen mal sowas zu machen. Wie gesagt, schönen Dank fürs Zuschauen. Ran an den Thermomix. Ne? Macht euch leckeren, schönen Schaum hier. Und ich würde sagen, bis bald. Passt auf euch auf und ich wünsche euch ganz viele tolle, schöne Ferientage und hoffentlich auch sonnige. Bis bald.